28. Dezember. Herzlich willkommen bei Draußensein. Hier ist Mike und ich möchte mich bedanken für ein kurzes, nicht allzu intensives und dennoch schönes YouTube-Jahr 2020. Eigentlich ging es mir darum, überhaupt mich mal der Materie anzunähern. Ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, Behinderungen haben, und hatte immer so die Idee, mal zu schauen, ob es nicht auch für Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit gäbe, damit Geld zu verdienen. Und dafür musste ich erstmal selber schauen, wie anspruchsvoll ist das, wie einfach ist das, welches Thema bedient man. Und da habe ich erstmal meine Themen bedient. Und ich muss sagen, ich habe Freude dran entdeckt. Ich möchte damit auf jeden Fall weitermachen. Wie intensiv ich das kann, weiß ich nicht, weil das Berufsleben, meine Freizeitideen im Allgemeinen, meine Familie natürlich, das sind alles so Themen, die da mit reinspielen. Und ja, ich habe mich dem Thema Draußensein und Rasen gewidmet. Ich bin gerade aktuell wieder auf dem Weg zum Gleitschirmfliegen. Wir haben ein, zumindest laut Wetterbericht, schmales Zeitfenster, wo der Wind nicht zu stark und nicht zu wenig ist. Das versuche ich zu nutzen. Es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Ich habe im Ohr den Podcast von Erika Dürr, Uli Gunde, Bergwelten. Ein wirklich toller Podcast, den ich jetzt hier an der Stelle einfach gerne auch empfehle. Es ist total angenehm, durch den Wald zu laufen, und all das würde ich gerne im kommenden Jahr neben meinen Gartenprojekten weiterhin teilen. Von daher, ja, bleibt mir gewogen, abonniert den Kanal, auch wenn es nicht so regelmäßig ist, wie ich es gerne wollte, und vielleicht auch ihr, aber es ist jedes Mal von Herzen. Ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel in ein hoffentlich gesundes und vor allem ruhigeres Jahr 2021. Bleibt gesund und bis bald.